Hallöchen Survival-Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Mann, 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 was war das für eine knappe Sache für ein Nervenkitzel in der letzten Folge, als wir die Vergiftung hatten. Und jetzt stehen wir da mit leerem Kühlschrank und leerem Nahrungsinventar, wir haben noch 720 Kalorien dabei. Und wir müssen jetzt zwingend jagen, treffen, finden. Wir sind in einem kritischen Punkt angelangt. Ich habe Inventar ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Platz gemacht, das Gewehr mitgenommen. Und jetzt gehen wir auf die Jagd. Also entweder wir schießen was und ich habe auch so eine Falle dabei. Vielleicht finden wir irgendwo einen Spot, wo Hasen entlanglaufen. Wir haben früher Morgen, so um die 7 Uhr. Ansonsten sind wir fit. Es kann sein, dass die Condition noch nicht wieder ganz hergestellt ist. Ja, die ist noch bei 82%, aber so an sich sind die Werte okay. Leider ist es etwas kalt. So, mit zwei Möglichkeiten überlegt. Entweder wir gehen jetzt zuerst nochmal diese anderen Häuser checken und knallen eventuell da auf dem Weg was ab. Oder wir überqueren den See, da sind garantiert Wölfe, und machen uns zu dieser zweiten Insel da auf, weil da steht nämlich auch noch ein Häuschen drauf. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier. Wir probieren die Variante hier. Die übrigen Häuser noch zu überprüfen, weil ich glaube, das ist eventuell noch das hier, weil ich unbedingt jetzt einen Nachschub von Antibiotika finden möchte. Denn was nützt uns tonnenweise Fleisch, wenn wir mit der nächsten, die nächste Vergiftung ist ein Todesurteil. Also klar brauchen wir Essen, aber ja, wir brauchen dringend Antibiotika. Soll heißen, wir müssen zwingend plündern. So, wo ist hier das Badezimmer? Hier. Und hier ist kein First Aid Schrank. Das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal gar nicht gut. Hat die Alte vielleicht was im Nachttisch? Nee. Kommen wir hier rein. Hier This stuff will come in handy. brauche ich nicht eine Skijacke. Nehmen wir mit. Ist vielleicht besser als die Jacke, die wir jetzt tragen. Antibiotika, Antibiotika, Antibiotika. Hier haben wir nochmal Cracker gefunden. Das ist schon mal gut. So, dann plündern wir die Küche. Dem anderen Haus hatten wir, glaube ich, auch die Küche nicht geplündert. Also, wir haben jetzt eigentlich noch sehr gute Möglichkeiten, jetzt noch was Okay. Antiseptikum. Antibiotikum wäre besser gewesen. Also wir haben durchaus jetzt noch die Möglichkeit, jetzt noch was nachzuluten. Jo. Ich habe noch mal nachgeguckt, die Sardellen oder was es war.
die wir da gegessen hatten, die hatten noch 76%. Den Riegel lasse ich hier. Den nehme ich mal mit. Die hatten noch 76% und wir haben uns dran vergiftet. Ja, soll heißen, diese Wasserflasche habe ich auch hier. Ja. Dosenfisch ist gleich bäh. Hm, this will come in handy. Streichhölzer. Gut, dann gehen wir jetzt halt auch noch durch den Kleiderschrank. Es kann ja grundsätzlich alles überall drin sein. Nee, die Weste lasse ich hier. Das Ding lasse ich auch hier. Kann auch bleiben. Die Map ist so zugeschissen mit Klamotten, das ist unglaublich. Ja. Aber Medikamente waren bis jetzt generell dünn besiedelt. Lass ich hier. Hab schon eine Skijacke. So, Badezimmerschrank. Komm schon, spuck eine Ladung Antibiotika aus. Ja, im Waschbecken steht auch nichts. Okay. Dann hier war hier schon mal Fehlanzeige. 8.30 Uhr. Zu essen haben wir wieder ein bisschen was. So, da hinten das Gebäude. Da vorne ein Hirsch. Falls hier keine Wölfe sind. Würde ich mir gern den Laden hier mal angucken. Da waren wir ja auch noch nicht drin. Habe ich keine Ahnung, was das ist. Eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Riegel. Hier ist eigentlich jede Menge zu essen. Flares. Bitte, bitte drück mir die Daumen. Probably useful. Nein! Scheiße. Nee, bleib ich auch hier. Das kann ich mal mitnehmen. Ich brauche keine Zeitung. Oh, Antibiotika. Ist hier was? Nee. Ein Nebenraum. Eine Cherry Can. I think I can use this. Keine großartige Condition. Ach, und hier ist eine Workbench. Ich mach mich tot. Was ist das? Ach, da ist ein bisschen Wasser drin.
Aber ich nehme jetzt mal die Cherry Can mit, weil ich schon die ganze Zeit wissen will, ob ich die Cherry Can harvesten kann. Nö. Was, die Snare kann ich harvesten? Was krieg ich da raus? Wie kaputt. Okay, gut, dann halt nicht. Das will kommen, Handy. Handschuhe. Eigentlich müsste da ja Werkzeug drin sein. So. Tonnenweise Streichhölzer haben, ne? Bitte. Painkillers. Antisept. Bandage. Alles nur das, was wir brauchen. Best be prepared for anything. Oh, sind das jetzt höher qualitative? Ja, wir nehmen es mit. Natürlich nehmen wir es mit. Ich bin nervös. Hier wäre noch eine Werfbench. Was kann ich hier mal? Auch nur Snare, ne? I'll take it. Candy Bar. Oh, und diese anderen eventuell auch noch einen Deckel? Müsste man ja mal schauen. Der schon mal nicht. Da noch ein Deckel. Mit nichts drin. Metallcontainer. Ja, okay. Scrap Metal ist gut. Sollte man von einer Werkstatt ja eigentlich auch erwarten, dass man hier Scrap Metal findet. Was liegt hier? Da ist was. Was ist das? Was liegt da drunter? Da liegt da was drunter. Naja, kommen wir da dran. Hier können wir Feuer machen. Hier wäre eigentlich auch cool zum drin wohnen. Aber es ist halt so Press auf dem Wolfsborn-Gebiet. Probably useful. Oh, oh, oh. Ich also noch mit nicht dabei, ne? Ja, der ist gelockt. Wenn wir mit dem Brecher also nochmal wiederkommen. Oh, Wassertabletten. Haben wir jetzt eigentlich bald alles an Tabletten und Kram und Zeugs gefunden? Ich nehme hier die ganze Zeit die Klamotten nicht mit, ne? Weil wenn wir noch zu einem Schuss kommen, brauche ich noch Tragkraft. Okay. Oh Gott, 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 Gott. Be prepared for anything. Ich lasse dich auch hier. Haben wir genug. Ist mir zu schlecht. Mit. Da
Das war's, glaube ich. Die Schublade haben wir ja. Gut, da hinten ist natürlich noch jede Menge Essen. Schlechter Zustand. Sehr guter Zustand. Schlechter Zustand. Tränke können wir hier drin bleiben. So, was ist damit? Eigentlich auch gut. I'll take it. Der Candy taugt auch noch was. So wie das Hundefutter. Okay. Oh, immer noch. Nee. Was ist mit der Kasse eigentlich? Ja. Ich bin überladen. Ja, so viel zu dieser Tankstelle, war eigentlich interessant. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas hier lassen, was wir nicht brauchen. All Gewicht. Jo, genau. All Gewicht check and drop. Und jetzt passt's. So, dann Essen. Condition. Das ist der einzige Drink, den wir haben, der hat 55%. Naja, ich lebe gern gefährlich. Okay. 10.30 Uhr. Gehen wir abladen. Mitgenommen. Hier die Skijacke. Nur die Skijacke. Ansonsten weiß ich nur noch, dass wir Stoff mitgenommen hatten. Metal Frag. Mein 9 Kilo Platz. Moment. Simple Tools. Tools. Quality Tools. So. Wir hier noch die Rifle rein. Dann haben wir definitiv genug Platz. Ja, dann gehen wir mal in der nächsten Folge den Wolf ausnehmen. In diesem Sinne, bis dann, tschüss!